Freunde, ich muss euch nochmal kurz stören. Und zwar ist ja gestern der erste offizielle Teaser zu Poppy Playtime Chapter 4 erschienen. Und das möchte ich mir jetzt unbedingt gemeinsam mit euch anschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, in den Details wird wieder das ein oder andere Geheimnis versteckt sein, was wir gemeinsam ans Tageslicht bringen können. Und Tageslicht ist vermutlich auch ein gutes Stichwort, denn davon wird es immer weniger geben, je näher wir an die Hintergründe und Abgründe der Fabrik gelangen. Wir machen es wie immer, wir schauen uns den Trailer zunächst erst einmal in einem Rutsch an. Und danach nehmen wir ihn Sequenz für Sequenz auseinander. Okay? Sehr gut. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns gleich wieder. Okay, here we go. Darf man ein bisschen aufgeregt sein? Ich hoffe doch und ich schätze mal, ihr seid's auch. Gut, let's go. Und Dog Day? Ist ja nur ein kleiner Teaser, ne? Watschelt auf dem Weg zu seinen Freunden, die alle schon schlafen. Von den Smiling Critters ist irgendwie nicht mehr viel übrig. Oh. Oh oh, guck zur Seite. Oh, und es wird immer weniger. Da kam ein Schaf im Schafspelz. That's it? Warte, warte, wir kriegen noch was. Yes! The Release Date! Geil! Im Januar 2025 also, ein Jahr später. Boah, ich war gerade auf Neuseeland-Reise, da kam Chapter 3 raus. Ich musste noch zusätzliches Gepäck buchen und mein ganzes Aufnahmesetup dann irgendwie mitnehmen und so, weil wir da auf eine andere Insel geflogen sind und das war alles eine planungstechnische Katastrophe, Alter. Aber wir haben es gerockt und wir werden es auch im Januar nächsten Jahres rocken. Gut, schauen wir uns das Ding mal an. Schritt für Stück, Frame für Frame. Wir haben, was aussieht wie so ein altes Warenhaus, kann man schon irgendwie sagen. Und ja, die ganzen Leichen oder die zerstörten Smiling Critters liegen da überall. Wir haben jetzt nur noch den kleinen Dog Day, der da umherläuft und offensichtlich auf der Suche nach etwas Essbarem ist. Wir können uns erinnern, dass ja das Credo ist sozusagen, in jedem Chapter kommt man tiefer in die Fabrik. Und das bedeutet auch, man gelangt an die Orte, die, ich sag mal, bloß dem internsten Kreis irgendwann vorbehalten sind. Ja, also nicht alle sicherlich wussten von den Experimenten, die da abgingen. Und wir sollten das vielleicht mal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen. Wir sehen Dog Day, die Grafik ist übel nice, wie er sich da essenstechnisch an den Überbleibseln von einem seiner Freunde irgendwie vergeht. Die Szene cuttet raus und wir sehen das. Ich denke, das ist ein Schaf, oder? Ich kenne den gar nicht. Ist das ein neuer Smiling Critter? War der dabei? Sollte der eigentlich dabei sein? Ist es aber nicht. Und man hat gute Gründe offensichtlich. Vielleicht ist das einer der, ich sag mal, fehlgeschlagenen Experimente. Der liegt da rum. Hegt keinen Verdacht. Und dann... Ja, schnappt er sich das Hündchen und man sieht es schon im Berg sozusagen aus den zerstörten Plüschi, Animatronics, was das auch immer sind. Wobei, die haben halt auch manchmal Blut an sich, ne? Man weiß halt nicht, wie weit diese Experimente gingen, aber das sieht halt aus wie ein Schrottplatz. Nicht wie etwas, wo sozusagen die Familien in der Besuchszeit oder überhaupt die Mitarbeiter hinkommen in diesem Fabrik, geschweige denn der Kindergarten. Da hinten ist ein großer Käfig. Hier haben wir große Kästen. Okay, das war's an sich schon. Jetzt kann man natürlich ein bisschen spekulieren. Das ist ein Schaf, oder? Oh, man sieht den da, es ist schon gruselig. Man sieht den da ein bisschen grinsen. Vielleicht finde ich noch einen Screenshot von dem Ding. Wartet mal kurz. Ja, I mean, prinzipiell er hier. Da können wir das Thumbnail von dem offiziellen Teaser, den wir gerade gesehen haben, auch einfach mal nutzen. Und der hat wie so eine kleine Brosche oder so eine Kette mit so einem Skull drauf. Also, wenn er irgendwas repräsentiert, dann auf jeden Fall den Tod. Und wie das in Aktion aussieht, haben wir ja auch gerade feststellen können. Ist ein schwarzes Schaf. Das ist ja so die
Metapher, ne, für vielleicht unter den Smiling Critters einer, der, ich sag mal, nicht passt dazu zu gehören. Deswegen hat man den irgendwie entsorgt und er hat da unten für mächtig Drama irgendwie gesorgt, weil man ihn vielleicht auch nicht richtig entsorgt hat. Ich weiß es nicht. Also ich schätze ja einfach mal so rein spekulativ, wenn wir ja immer tiefer kommen. Ich meine, Chapter 3 hatte auch schon so Höhlen und hat uns dann immer ins nächste Areal geführt, dass wir das jetzt im vierten Chapter noch mehr haben, weil wir immer noch tiefer in den Untergrund gehen und jetzt sozusagen kommen wir langsam auf diese Labore, um diese Experimentierräume und vielleicht auch, ja, ich sag mal, Käfige, wo bestimmte Sachen eingesperrt werden und so weiter und so fort. Alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, es wird immer gruseliger, immer schlimmer und immer grafischer, was das angeht. Wenn wir dann im Chapter 5 sozusagen am Abgrund sind, am Absoluten und dann sozusagen uns dem Prototype stellen müssen. Aber das ist Stoff für die Zukunft noch. Ich schätze mal, das ist nicht der Main Antagonist. Ich glaube, das ist zu klein und zu unwichtig. Ich denke mal, das wird so ein Nebengegner, wie so ein Zwischenboss, wie hier die Lehrerin, hier Miss Delight. Sowas, schätze ich einfach mal. Dass wir vielleicht so eine Szene haben mit ihm, irgendwie so einen Kampf. Boah, Miss Delight war auch insane, Alter. Ich schätze mal, sowas ist das. Und der Hauptbösewicht in Chapter 4 wird nochmal ein ganz anderes Kaliber. Aber das ist ja erst ein Teaser. Da kommt sicherlich noch ein Trailer, was das ein bisschen mehr zeigt. Ich glaube, Catnap aus Chapter 3 haben wir ja auch erst ein bisschen später dann gesehen. So voll in Aktion, live und in Farbe. Und naja, prinzipiell ist das jetzt erstmal alles, was ich dazu sagen kann. Wenn ihr das ergänzen mögt oder eigene Theorien habt, dann schreibt das auf jeden Fall gerne unten rein. Ich skippe hier nochmal kurz durch. Vielleicht ist uns irgendwie wirklich was entgangen. Aber ich denke mal, die wesentlichen Eindrücke haben wir mitgenommen. Super viel steckt da jetzt nicht drin. Wie gesagt, halt ist nur ein Teaser. Wir lassen das Papier nochmal laufen. Ach komm schon. Media Player rettet mir einfach einen Tag. So ohne Sound, so, das wirkt dann immer noch irgendwie ein bisschen beklemmender. Und dann zoomt das so raus und den ganzen Haufen von toten kleinen Tierchen. Oh Mann. Ja. Aber ich bin happy. Ich bin happy, wir haben ein Ziel. Ja, die Aim auf Januar, das wurde ja letztes Jahr ein bisschen verschoben. Es sollte schon im Dezember rauskommen. Das war ja halt die problematische Sache. Weil ich gerade im Januar weggeflogen bin. Aber, I mean, ja. Wir freuen uns drauf. Die müssen natürlich darauf achten, dass sie ein poliertes Spiel rausbringen, ist klar. Also ich habe gar nichts dagegen, wenn die Entwickler sich das eingestehen und dann die Spiele verschieben. Aber wir freuen uns drauf auf jeden Fall. Ich freue mich vor allem auf den nächsten Trailer. Ich hoffe, ihr seid dann wieder am Start. Wie gesagt, schreibt mir eure Theorien, eure Gedanken dazu unten rein. Freut ihr euch drauf, lasst es mich wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten, vielleicht richtigen Trailer oder beim nächsten Teaser. Man weiß nicht, was kommen wird. Bis dahin, Leute, haut rein und macht's gut.